Blues ist eigentlich relativ simpel. Zunächst geht es um den richtigen Rhythmus. Und darauf aufbauend um den passenden Groove. Etwas Gitarre und dann noch Gesang. Fertig ist das Fundament, die musikalische Tobewiese für die Mitspieler der Blues Celebration, der Hochmesse der Hamburger Blues-Szene. Das Besondere vom Blues ist eben, dass es größtenteils improvisierte Musik ist. Und das heißt, es gibt ein Gerüst und was an dem jeweiligen Abend passiert, ist völlig unvorhersehbar. Das ist eben anders als alle anderen Musiken. Caroline Aiken aus Atlanta, Georgia. Sie trat als Gast da auf und eröffnete den Abend. Zunächst solo, dann mit Verstärkung aus der Rhythmusabteilung des Hamburgers Martin Röttger, der ihren Südstaaten-Sound am Cajon begleitete. Keine Blues Celebration ohne Blues Master Tom Shacker. I'm a steady rolling man and I roll both night and day. Er lebt und liebt den Blues in all seinen emotionalen Höhen oder eben auch Tiefen. Es geht um alle Emotionen, es geht ums Leben, um das Leben. Und alles, was dazugehört. Aber es ist uplifting, ne? Auch. Man singt den Blues, um über den Blues hinwegzukommen. Dass Blues eine traurige Musik sei, nicht mehr als ein Klischee. Und in der Tat, die Spielfreude der Blueskünstler in der Altonaer Fabrik scheint mehr als ansteckend. Wir sind so eine Art Emotionsverstärker, könnte man auch sagen. Genau. Es ist Musik für Herz, Seele und auch für die Beine. Und insofern endete die 22. Blues Celebration schon fast zwangsläufig mit der gebührenden Party. Wie schön.